Mahlzeit, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch mal, wie ihr bei Fahrzeugen mit Kunststoffverkleidung diese wieder richtig schön schwarz bekommt. Jeder kennt das, wenn man ein Fahrzeug fährt, was irgendwie Kunststoffleisten hat, also so Schutzleisten, Zierleisten etc., die bleichen mit der Zeit einfach aus. Die werden grau, das sieht einfach alles nicht mehr schön aus. Deswegen zeige ich euch heute mit Hilfe von Liquid Elements Black in Black. Ich habe das hier, glaube ich. Eine Back in Black, also zurück zu Schwarz. Wie das Ergebnis ist, sehen wir gleich. So, hier sieht man, ja, es ist nicht mehr schwarz, es ist grau. Aber ich denke mal, den Unterschied sieht man auch wirklich erst vernünftig, wenn wir das Produkt angewendet haben. Vorab werden wir einfach mal mit Glasreiniger die Fläche hier schön einmal sauber machen, einmal abwischen. So, damit das Produkt auch gut haften kann und wir halt so gesehen Fettreste etc. hier runternehmen. So, das ist das Zeug. Dafür benutze ich ein Applikatorpad, um das dann alles hier einmal einzureiben. Ich mache jetzt erstmal einmal nur eine Seite, damit man dann sofort auch den Vergleich sieht. So, das auf. Ich schüttel das einmal kurz vorher. So. Oh, das riecht sehr süßlich. Das riecht wie Bonbons. Nur aufpassen, dass man da nicht Hunger drauf bekommt. So, dann nehmen wir einfach mal so ein ganz kleines bisschen einfach und gehen einfach mal dann hier über die Fläche. So, nachdem wir das eingerieben haben, lassen wir es einmal kurz einwirken und dann schauen wir uns gleich mal direkt den Vergleich an. Also man kann hier wirklich tatsächlich sehr gut erkennen, nach einer Einwirkungszeit von ein paar Minuten, das glänzt richtig schön, das ist schön dunkel geworden im Vergleich zu der anderen Seite, die unbehandelt ist, also die ist wirklich nur, einfach nur grau. Jetzt sieht man tatsächlich, wie groß der Unterschied eigentlich wirklich ist zwischen Grau und Schwarz. So, ich werde mich jetzt mal um den Rest kümmern und gleich sehen wir uns noch bei einem Türgriff. Da würde ich euch auch gerne noch mal zeigen, wie da der Unterschied ist. Ja, den Türgriff, den habe ich jetzt schon mal einmal so grob sauber gemacht. Ja, man sieht ziemlich gut, dass er recht grau ist. Und daher gucken wir mal, wie er danach aussieht. Das Zeug, das kann man auch für Reifen benutzen, also als Reifenpflege oder halt für Kunststoffteile. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man da ein 2-in-1 Zeug hat. Oftmals hat man halt nur diese Reifenpflege, die ist aber ziemlich schmandig auf Dauer. Das heißt, man kann das halt nicht anfassen. Und ich hoffe, das zieht hier jetzt gleich vernünftig auch ein, sodass wir den Türgriff auch ganz normal natürlich benutzen können. So, wir lassen das jetzt einfach mal nochmal wieder eine Minute einwirken. Es steht nämlich hier drauf, eine Minute einwirken lassen, Rückstände entfernen und für einen stärkeren Effekt den Vorgang wiederholen. Ja, gucken wir erstmal, was uns die erste Ladung bringt. So, die Minute ist rum. Wir wischen jetzt einmal die Rückstände hier weg. Einmal hier schön außen rum. Gut, das muss das Auto danach nochmal sauber machen, ist klar. So, erstmal hier zwischen. So, dann schauen wir mal. Ja, ist schon gut. Wir gucken uns mal den anderen Türgriff an.
So, der ist einfach nur grau und matt. Und hier haben wir so einen schönen seidenmatten Glanz. Gucken, ob die Kamera das vernünftig auffangen kann. Nochmal hier. Ja, matt und grau. Schwarz, Seiden, matt, Seiden glänzend. Ja, Leute, so einfach war das. Also das Zeug, das fettet auch gar nicht. Also es zieht schön ins Kunststoff ein. So dass ihr natürlich auch wie an den Türgriffen da vernünftig dran greifen könnt, ohne matschige Finger halt die ganze Zeit zu haben. Falls ihr Interesse daran habt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch gerne, gebt mir einen Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.